Nee, mittelgroß ist für mich so, sagen wir mal, ab 1000 bis 10, 20, 30.000 Leute. Abos. Das ist für mich so. Die Karton geht sowas vom Arsch. Mittelgroß. Von daher. Kampfzwerg. Und das ist für mich so mittelgroß. Das ist so die Größe, da kriegst du schon Probleme mit deinen Leuten wirklich zu interagieren. Ich finde auch, so große Turinen sind einfach. Ich guck, ich habe zwar Fang gefollowt, ich gucke ihn aber sowas von selten, wenn ich mal wirklich, wenn wirklich mal keiner von den anderen streamt und ich mal Stream gucken möchte und mal so ein bisschen einfach nur zurücklehnen möchte. Halt, es ist halt wirklich dann wie Fernsehen, weil du als Einzelner wirst kaum beachtet. Ich Fang ist zwar noch so einer, der sehr viel auf seine Community gibt und froh über seine Community ist und so, aber das Problem ist einfach halt, du wirst als Einzelner gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Du bist halt wirklich dann einfach nur noch entweder Text oder halt, du bist halt, naja, ne? Es ist halt, bei so großen Communities gehst du als Einzelner total unter. Von daher, ganz wichtig. Ist einfach, deswegen gucke ich nicht gerne große Streamer. YouTube ist was anderes. Das ist ja irgendwie, das ist halt wirklich, YouTube ist halt wirklich schon so das Fernsehen der neuen Generation geworden. Twitch so langsam auch. Und ja. Ich kann bei Kurax auch zuschauen, ohne dass mich jemand sieht. Ah, verdammt, scheiße. Schon wieder dunkel. Mist. Du bist halt, naja. Du bist halt, naja. Ja. Ich habe eine neue Attacke heute. Kampf. Was? Ich habe eine neue Attacke heute. Kampf. Was? Warum stellt er mir das nicht hinten rein? Danke, so. Gar nicht. Wohl. Nö, doch. Natürlich kann sie zugucken, ohne dass sie niemand sieht. Außer natürlich, du guckst in die Userliste, wer ganz zuguckt. Aber sie meint wahrscheinlich, dass du, wenn das sie nicht schreibt, dass sie auch zugucken kann, obwohl sie nicht schreibt im Chat. Und dann merkst du es ja nicht unbedingt, ob jemand da ist. Beziehungsweise, ja, du bist der Chatty, also von daher kriegst du es natürlich mit. Obwohl, nein, kriegst du es nicht mit. Weil Chatty hat ja keine Nachrichtungen mehr, stimmt ja. Twitch macht ja keine Liste mehr. Sorry, nehme ich zurück. Mega Man! Alle Kitty besuchen, kein Platz, doch. Bin in 18 Stunden da. Ja, und wie gesagt, das ist einfach bei großen Streamern ist das einfach. Da es reizt mich einfach nicht, da mitzumachen im Chat, weil wenn ich da sowieso nicht beachtet werde, großartig, sondern halt nur Text bin für diejenigen, was ja im Endeffekt ist halt einfach so. Und ja, das ist halt. Ich gucke da über die kleinen Streamer. Weil ich auch sagen muss, dass mich selbst Streamer, die. Wow, 40 hier. Selbst Streamer, die so 20 Leute, 10, 15, 20 Leute haben, das ist mir schon zu groß, weil da ist Schätzen so schon so aktiv, dass du als Streamer gar nicht mehr so richtig eingehen kannst auf die einzelnen Leute. Das ist auch irgendwie schon ein bisschen für mich so fraglich. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich bin froh, wenn wir hier unseren kleinen Kreis haben mit den paar Leuten. Bin aber auch. Bin aber auch leicht deprimiert, wenn überhaupt keiner zuguckt. Das ist dann auch blöd. Weil dann kann ich auch mit der Luft reden, dann kann ich auch weiter Let's Plays aufnehmen, dann ist dann auch nichts anderes. Ich in Siegen. Zum Glück weiß niemand, wo genau ich wohne. Irgendwo in Österreich oder so. Doch. Ja, ihn. Doch, Deggy weiß es. Er hat nicht schwer, es rauszufinden. Eine gute IP, theoretisch. Ah, stimmt. Schnüffeln gilt nicht. Wieso was? 10 Wochen nicht duschen. Badumtisch. Du.
So, weil wir haben es eh nur noch 7 Minuten. Ich glaube, in diesen 10 Minuten reiße ich eh nicht mal so viel in dem Spiel. Deswegen fahren wir mal auf den Standstreifen und wo das denn nicht der Standstreifen ist, sondern irgendwas anderes. Scheiß drauf, Bahnblickanlage bringt eigentlich jetzt nicht allzu viel, weil es kein Multiplayer ist, aber scheiß drauf. Enden. So. Wo ich bin gerade im Dashboard. Ich überlege. Markus, wenn du Bock hast, kannst du mal eben bitte das Spiel auf Legend of Gaia umändern und irgendeinen Titel dir einfallen lassen. Und dann wechseln wir nächsten auf Legend of Gaia und nehmen das weiter auf. Von daher. Irgendwo in Österreich. Ja, ich stinke. Ich beschnüffel. Vanille. Ja, in Österreich kriegst du keine Wiener Würstchen. Nicht, dass ich wüsste. Weil Kuras ist Markus auch gerade da. Doch, er ist da. Warum ist der kein Mod? Warum ist der kein Mod? So, weil mal, ist Markus überhaupt im. Hä? Was? Ich verstehe gerade nicht, warum. Twitch. So. Warte mal, kann ich das in Dashboard? Bearbeitung, da Bearbeitung nämlich was. Ich bin hier auf Twitch seltsamerweise in der Mod, nur kann ich in Dashboard die Ding gerade, sonst werde ich es tun. Moment, ich mach's schnell, ich habe dich noch nicht hinzugefügt. Ach stimmt, ja, Coax kann es ja auch, ne? Habe ich ja voll vergessen. Dass das Coax mit Mobot ja auch machen kann. Nee, Markus, du bist Editor. Editor. Mit deinem Namen. Du bist Editor. Du müsstest theoretisch können. Also ich habe zugerufen, Azurion, ich selber und Nirvan. So. Also theoretisch müsstest du es eigentlich können. Komisch. Ja, wenn es Goas machen will, dann macht er es halt. Ist mir auch egal. Ich habe sogar irgendeiner macht es, dann muss ich selber machen, weil ich bin gerade faul. Ich lade mal kurz in mein Dashboard neu. Ich fühle mich von Mods zerquetscht. Ja, das ist bei mir was Besonderes, dass wir viele Mods haben. Goraz kann es mit dem Boot machen. Jetzt sind wir verstört. So. Fehlt ja nur noch der Titel. Es hat der Chat nicht geladen. Warum nicht? Besonders. Hallo? Chat? Ich habe gerade bei mir ein weißes Randfeld. Der Chat ist gerade nicht da. Ich kann zum Glück noch. Klein ist verwirrt. Ist ja fies. Hä, warum ist der. Was? Willst du mich verarschen gerade? Ich muss euch da mal kurz zeigen, wie das bei mir aussieht. Ich sehe gerade den Chat nicht mehr. Was soll denn das? Das wollte ich gerade. Was? Ah, jetzt! Jetzt geht's. Was? Jetzt geht's auf einmal. Hä? Was zum Henker war das eben? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Shit auf Fress. Ja, what the fuck war das? Hilfe! Das ist komisch. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. So, ich brauche mal kurz eine Stoppuhr. So. Nein. Jetzt kommt dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und dann. Papa. So. Nee, das da. So, dann Legend of Legaia starten oder den Emulator halt. Ja, ich bin ganz böse Emulator-Benutzer, ich weiß. Achso, das war nur. Von Markus Skype. So, Run ISO. Nein, nicht Quenstream Saga, das habe ich mal ausprobiert gehabt. Quenstream Saga, vielleicht auch ein Spiel, was ich irgendwann mal streamen oder LPen möchte. Mal gucken, je nachdem. Ob ich noch so viel. Erstmal der Schnuff der Reihe fertig machen. Das dauert erstmal noch lang genug. So, ETS 2 kommt das weg. Hashtag Clan sieht nichts. Was? Hat wer Home gesehen? Ich bin gerade zu Home.
Nein, im Film. Das Bett. Nö, nee, kenn ich nicht. So, warte mal. Was ist das? PS1. Ist das eine Game Capture oder was ist das? Stretch or is the screen? Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, dass der anerkennt. Ehrlich gesagt, ich hasse das wie die Pest sowas. So. Nee, das ist keine Game Capture, er erkennt es nicht. Oh, ich hasse es, ne? Und da funktionieren auch endlich wieder die. LOL. Funktionieren endlich wieder die Zwischensequenzen. Oh, die Zwischensequenzen funktionieren wieder. Oh, wie toll. Ich liebe es, wenn die Zwischensequenzen funktionieren. Oh ja, ist das. Oh, diese. Oh, ist das geil. Geil. Zwischensequenzen. Endlich wieder Zwischensequenzen. Ist das nicht toll, Leute? Ist das nicht toll? So. Okay, ich starte schon mal gleich auf. Moment, nicht die Aufnahmen starten, sondern erstmal Broadcast-Settings. Lol. So. Und GZ Tommy übrigens. So. Start Recording. Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Legend auf Legaia. Ja. Wie ihr seht, erstens wieder natürlich im wie immer im Stream und so. Und zweitens ist das Spiel auf Englisch. Das hat folgenden Grund. Ihr habt ja bestimmt gesehen oder sehr mehrmals gesehen, dass in der deutschen Version oder ich habe anscheinend irgendeine falsche ROM oder diese oder so. Die Zwischensequenzen, gerenderten Zwischensequenzen nicht funktionieren. Das hat, haben wir jetzt umso weit umgangen, dass wir jetzt eine englische ISO benutzen, das Spiel auf Englisch spielen. Ja, tut mir leid für die Leute, die kein Englisch können, aber die deutsche Übersetzung ist ja sowieso totaler Rotz. Von daher, hallo YouTube! Ja, weiß nicht, ob das hört, irgendeiner guckt auf YouTube. Weiß nicht, ob Schestra das guckt, ob irgend Markus hat, glaube ich, nur am Zimmer reingeguckt, aber der ist ja sowieso im Stream. Und, ja. Ich spiele jetzt auf Englisch weiter. Das heißt, Markus hat auch für mich den Spielstand nachgeholt. Bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ansonsten hätte ich. Wie viele Stunden hat er jetzt hier auf dem Spielstand? Hätte er jetzt 15,5 Stunden nachholen können bei diesem Spiel. So. Hallo, Schwester auf YouTube. Ab ja, bist du genau deinen Punkt gezockt, der Plane. Genau, was ich gerade eben noch erwähnt habe. Und. Wir sind, glaube ich, ein höherer Level, wenn man es täuscht. Und sind allgemein besser ausgestattet jetzt, weil wir nämlich auch Zeug haben, was wir vorher nicht hatten. Beispiel die Phönixe, die ich verbraten habe in manchen Kämpfen, hat Markus nicht benutzen müssen. Deswegen, wir haben die Elixiere noch, die ich weiß nicht, ob ich die wirklich verkaufen werde, aber mal gucken. Und daher, ich werde berühmt. Berühmt. Ich werde berühmt. Cool. Und für Kitty, die kennt ja die Story von dem Spiel noch nicht. Kurz zusammengefasst, es gab mal die Zero, es gibt die Zero. Die Zero sind so eine Art Pokémon, die, oder Digimon, wie machen wir, ich nenne sie mal Digimon. Und dann kam da so ein böser Nebel, der Nebel ist nicht böse, aber der Nebel hat dafür gesorgt, dass die Zero böse geworden sind. Und die Zero konnte man aus seinem Arm tragen und so. Und die Menschen, die Zero am Arm getragen haben, wo der Nebel kam, die wurden dann zu Zero-Monstern. So, und da wurden halt die Menschen nach und nach ausgerottet oder halt in Monster verwandelt. Und unser Protagonist Wan lebt in so einem Dörfchen, das heißt Rimelm heißt das Dorf. Und da ist so eine Wand und diese Mauer. Und diese Mauer ist auch dafür, dass die. Bin ich ganz vom Mond. Böser Nebel. Das Dorf hat so eine Mauer. Klein Boden in die Nase steckt. Was? Warum? Und die Mauer hat halt dafür gesorgt, dass der Nebel nicht reinkam. Und eines Tages ist halt dann die Mauer kaputt gegangen, abends, nachts, wie auch immer, weil ein Monster aufgetaucht ist und dieses Monster hat hat dann die Mauer zerstören lassen von einem anderen Monster. Ja, das ist sehr gut erklärt, ich weiß. Und es gibt aber halt dann noch so diese sogenannten Genesis-Bäume. Und diese Genesis-Bäume, die sind eigentlich dazu da, um den Nebel zu vertreiben. Und in dem Elm steht einer. Wan geht dann zum Genesis-Baum, bekommt Meta, den wir rechts umsehen. Das ist ein Rasero oder auch Digimon, wie ich sie nenne. Und diese Rasero sind immun gegen den Einfluss des Nebels. Das heißt,
diesen Rasen.